Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf der Aktionär TV, heute zum Weltfrauentag. Ja, es wird gefeiert, in Berlin ist sogar gesetzlicher Feiertag, aber auch wir in Frankfurt hier an der Börse werden über das Thema sprechen. Ja, und haben einen Gast da, der uns verraten wird, wer eigentlich besser investiert, Frauen oder Männer. Ganz herzlich willkommen an Christine Janel, schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja, Sie sind von der HSBC, sind dort Social Media Managerin im Bereich Zertifikate, also das ist wirklich Ihr Fachgebiet. Und uns interessiert natürlich, investieren Frauen und Männer gleich oder gibt es dort Unterschiede? Also es gibt definitiv Unterschiede. Man kann schon sagen, Männer sind sicherlich die risikobereiteren Investoren bzw. Anleger. Die Frauen haben vielleicht doch eher die Unsicherheiten oder auch die Angst vor Verlusten. Das ist sicherlich ein großer Unterschied. Also Sie sind ja vor allem in diesen etwas risikoreicheren Investments versiert, sagen wir im Derivatebereich. Und sind das jetzt nur geschlechterspezifische Unterschiede, die sich dort feststellen lassen, oder hat das manchmal auch andere Gründe, andere Faktoren? Ich glaube, das ist immer relativ schwierig zu sagen oder so pauschal zu beantworten. Sicherlich gibt es einige geschlechterspezifische Unterschiede. Gleichzeitig gibt es aber auch Unterschiede beispielsweise im Alter. Es gibt laut einer Studie des Deutschen Aktieninstituts Unterschiede, wann Männer mit dem Investment beginnen, nämlich deutlich früher als die Frauen, während die Frauen wieder deutlich früher aus dem Investment aussteigen. Und grundsätzlich kann man in allen Altersstufen schon sagen, dass ungefähr 50% mehr Männer investiert sind als Frauen. Es ist natürlich wichtig, Bezug herzustellen, wenn Frauen früher anfangen würden zu investieren, würden sie auch dieses Gender Pay Gap ein bisschen schließen. Also früh anfangen zu investieren ist auf jeden Fall wichtig und auch lange in diesen Investments dann zu bleiben. So könnte man das ein bisschen ausgleichen. Haben Sie denn sonst noch einen Hinweis? Also wer investiert denn gekonnter? Sind es dann wirklich die Männer, weil sie früher anfangen und vielleicht auch länger am Ball bleiben? Oder können die Männer auch noch was von den Frauen lernen? Definitiv. Also man kann es natürlich immer nicht ganz so pauschal sagen. Grundsätzlich kann man schon oder gibt es schon einige Studien, die auch besagen, dass Frauen Investments teilweise etwas als lästig ansehen und sich nicht jeden Tag damit beschäftigen wollen. Als Frau kann man sicherlich vielleicht vom Mann auch mal sich noch mal so ein bisschen an dem Selbstbewusstsein orientieren und sich vielleicht ein bisschen mehr trauen, weil Frauen sind häufig gründlicher informiert als Männer, lesen sich mehr ein und sind da sicherlich etwas besser informiert. Das ist ja schon mal ganz gut. Kann ich auf jeden Fall ja teilen, diese Aussage. Jetzt wollen wir mal darüber sprechen, wie Frauen investieren bei der HSBC. Sie haben uns ja heute ein Produkt mitgebracht als Beispiel, ein Discount-Zertifikat. Warum wird das von Ihren Anlegerinnen so gerne bespart oder warum wird so gerne über ein Discount-Zertifikat investiert eher so? Also ein Discount-Zertifikat gehört zu den Anlagezertifikaten und ist generell sehr beliebt bei deutschen Anlegerinnen und auch Anleger. Und grundsätzlich bezieht sich ein Discount-Zertifikat auf einen bestimmten Basiswert, beispielsweise auf eine Aktie. Und man hat die Möglichkeit, bei einem Discount-Zertifikat den Basiswert zu einem oder mit einem Discount, also mit einem kleinen Rabatt zu erwerben. Das sieht man hier in dieser Darstellung sehr gut, während man hier bei der Aktie im Direkt Investment einsteigt, hat man beim Discount steigt man mit einem Preisabschlag ein. Man tauscht dafür wiederum aber die Möglichkeit auf eine höhere Gewinnchance, da es einen vorab festgelegten Cap gibt. Das heißt, die Gewinnchance ist begrenzt. Man hat aber die Möglichkeit, dann auch schon von seitwärts tendierenden Kursen oder sogar teilweise von leicht fallenden Kursen auch schon zu profitieren. Jetzt haben Sie uns erklärt, wie dieses Discount-Zertifikat funktioniert. Sie haben gesagt, das wird besonders gern von Anlegern bei Ihnen bespart, weil es quasi ja diesen Discount hat. Das ist ja ein klarer Vorteil. Und Sie haben uns jetzt auch beispielhaft ein Produkt mitgebracht mit einer Laufzeit von einem Jahr. Sagen Sie uns gerne noch mal was zu den Konditionen. Ich will noch mal darauf eingehen, weil Sie ja gesagt haben, das wird auch von Frauen gerne wahrgenommen, die ein bisschen risikoscheuer sind im Vergleich zu Männern. Das haben einige Studien ergeben. Sie haben ja aber auch auf Ihren Websites ja auch noch mehrere Produkte, also zu anderen Konditionen für Frauen, die sagen, nee, ich bin schon risikoaffiner.
Genau, also grundsätzlich gibt es natürlich sowohl in der Produktpalette als auch dann in den Ausstattungsmerkmalen Produkte mit kürzerer und längerer Laufzeit und natürlich welche, die dann eher für die risikobereiteren oder die risikoaverseren Anlegerinnen und Anleger sind. Mitgebracht als Beispiel habe ich ein Produkt auf die Lufthansa-Aktie, wie Sie schon richtig gesagt haben, mit einer Laufzeit von ungefähr einem Jahr. Ne? Wir haben ja anfangs schon gesagt, teilweise möchte man sich ja nicht täglich mit dem Investment beschäftigen. Wir haben der Kurs der Aktie stand dann am 7.3. Lag bei 10,87 Euro, der Preis des Discount-Zertifikats bei 7,29 Euro. Das heißt, man hat einen Discount von 32,85%. Mhm. Wie vorhin schon gesagt, man hat eine begrenzte Gewinnchance durch einen vorab festgelegten Cap. Der liegt dann hier bei 8 Euro. Die Lufthansa war bei vielen Anlegern zuletzt beliebt. Die haben ja in der ersten Märzwoche Zahlen gebracht, die sind sehr gut ausgefallen. Die Aktie ist danach auch gestiegen, also der Basiswert ist schon mal interessant. Sie haben aber auch gesagt, wenn Anleger sich für andere Basiswerte oder andere Konditionen interessieren, dann findet man da auch noch was bei Ihnen. Sie haben uns noch eine zweite Grafik mitgebracht, Frau Janel. Was ist darauf zu sehen? Genau, hier haben wir dann quasi die Ausstattungsmerkmale des Discount-Zertifikats dann nochmal in die erste Grafik mit eingebaut, damit wir das nochmal schön sehen. Wir haben die Aktie war zum Zeitpunkt bei 10,87 Euro, das Discount-Zertifikat bei 7,29 Euro. Das heißt, hier sieht man sehr schön den Discount, dass man das Discount-Zertifikat günstiger erwirbt. Und hier liegt der Cap bei 8 Euro. Das heißt, hier ist die Gewinnchance begrenzt. Wenn sich die Aktie natürlich etwas eher seitwärts bewegt oder fällt, haben wir hier diesen Puffer, diese Möglichkeit, da auch seinen Verlust begrenzt abzusichern und auch von fallenden Kursen zu profitieren. Und das gibt sicherlich den ein oder anderen Anlegerinnen und Anleger ein sichereres Gefühl. Und wenn man will, kann man sich ja aber auch während dieser Laufzeit von einem Jahr von dem Produkt trennen. Also Anleger sind ja nicht gezwungen, das jetzt bis zum Laufzeitende zu halten, oder? Nein, man kann das Discount-Zertifikat jederzeit auch wieder verkaufen. Das heißt, da ist man auf jeden Fall flexibel. Gibt es sonst noch etwas, wo Sie sagen, oh, das ist ein klarer Vorteil mit dem Produkt, ein klarer Nachteil oder etwas, was Anleger auf jeden Fall beim Investieren beachten sollten? Die Vorteile, wie schon erwähnt, sind sicherlich, dass man von seitwärts tendierenden oder sogar leicht fallenden Kursen schon profitieren kann, dass man sich gegen Verluste begrenzt absichern kann. Genau, sonst, was man aber beachten sollte, ist natürlich, dass man diese begrenzte Gewinnchance hat durch den festgelegten Cap und natürlich auch das Emittentenausfallrisiko oder auch den Totalverlust. Den sollte man nicht außer Acht lassen. Frau Janel, vielen Dank für das Interview und dass Sie Ihre Expertise mit uns geteilt haben. Zu guter Letzt, gibt es noch etwas, was Sie den Zuschauern mit auf den Weg geben wollen zum Weltfrauentag? Ja, ich würde einfach sagen, man muss einfach anfangen, man muss sich ausprobieren, vielleicht erstmal mit kleinen Investments starten. Aber wichtig ist, dass man einfach loslegt und sich traut. Vielen herzlichen Dank für das Interview. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen lieben Dank für Ihr Interesse an dem Interview mit der HSBC zum Weltfrauentag. Ann-Christine Janel hat ihre Expertise mit uns geteilt. Danke, dass Sie dabei waren. Ihnen noch einen schönen Weltfrauentag und bis zum nächsten Mal.